Vor kurzem, vor ein paar Tagen, las man, Sie würden die Staatsfinanzierung für die NPD streichen wollen. Sie würden auch die Parteienfinanzierung an sich streichen wollen. Was hat es damit auf sich? Ganz einfach der Punkt, dass man nach 40 Jahren Mitgliedschaft in der NPD erkannt hat, dass die Partei eine Partei aus Idealisten ist. Wir brauchen kein Staatsgeld, um Wahlkampf zu machen, um politisch operieren zu können. Das ist eine vollkommen falsche Annahme, die zurzeit einige linke Blätter in Deutschland verbreiten. Die NPD würde am meisten vom Staatsgeld profitieren und würde es brauchen. Nein, die NPD hat immer schon existiert, auch 26 Jahre lang ohne Staatsgeld. Und ich denke, wir sind sehr wohl in der Lage, als Partei politisch zu arbeiten, weil wir an den Idealismus unserer Mitglieder glauben und weil wir wissen, wie viele bereit sind, für Deutschland, für ihr Volk etwas zu tun. Ob das natürlich bei der CDU, bei der FDP oder bei den Grünen ähnlich ist, das lasse ich erst einmal dahingestellt. Aber ich denke, es wäre ein wesentlich fairerer Chancengleichheit, wenn alle Parteien mit Eigenmitteln arbeiten müssten und nicht mit fremden Mitteln. Die NPD hat ja vor zig Jahren schon mal erreicht, dass überhaupt eine Auszahlung von Staatsgeldern an Parteien irgendwo gewichtet überhaupt wird. Das war, glaube ich, in den 70er Jahren. Und zuvor wurden Bundeswahlkampfzuschüsse quasi frei heraus verteilt. Wie war denn das? Also wir haben damals eine Klage geführt und das Ergebnis dieser Klage war, dass es ein Parteienfinanzierungsgesetz gab und in diesem Parteienfinanzierung wurde es geregelt, in welchem Verhältnis die Parteien entsprechende finanzielle Unterstützung gibt. Die NPD hat sogar damals gesagt, wir sind damals wie heute, wir sind gegen die Parteienfinanzierung und war in Anführungszeichen so dumm damals zu sagen, weil wir das fordern, nehmen wir auch kein Geld von den anderen. Das hat der Wähler in den 60er Jahren, Anfang, frühen 70er Jahren nicht honoriert. Wir hatten tatsächlich das Geld nicht genommen. Dieser Geld wurde, weil als Betrag für die Parteienfinanzierung ausgeschüttet, dann von den anderen Parteien unter sich aufgeteilt. Also das war natürlich nicht besonders sinnvoll. Wir sagen natürlich nicht, wir wollen keine Parteienfinanzierung. Aus dem Grund schaffen wir das Staatsgeld ab, sondern wenn, dann wird es für alle abgeschafft, dass alle die gleiche Chance haben und dass man dann wirklich sieht, diejenigen, die auf der Straße am meisten malochen, Flugblätter verteilen, Plakate aufhängen, Informationsstände durchführen. Aber welcher CDU-Mann stellt sich heute noch auf die Straße in einem Informationsstand und will Wähler überzeugen? Und wie man ja wissen, haben die auch genügend Verteilerfirmen, die sich über die Parteienfinanzierung beschäftigen, ihre Flugblätter zu verteilen, die sie beschäftigen, ihre Plakate aufzuhängen. Und ich denke, da wäre sogar eine ganz große Chance bei dem Idealismus von Patrioten, wenn sie Politik machen, dass wir bei Wahlen noch besser abschneiden würden, wenn es keine Staatsknete gäbe. Es gibt ja momentan gar keinen freien Wettbewerb der Meinungen. Die Systempolitiker, die sehen sich gerne selbst zu im Fernsehen. Man hat das jetzt in Rheinland-Pfalz gesehen, aber auch in Baden-Württemberg. Da wurden Gesprächspartner ausgeladen, durch Druck der Regierungen dort, also in Rheinland-Pfalz oder in Baden-Württemberg halt. Es findet kein wirklich freier Meinungsaustausch statt, kein Wettkampf der Vorhaben, der Ziele. Und die Machthaber tun natürlich alles daran, in diesem Informationskrieg, den wir hier haben, die Oberhand zu bewahren. Es sind ja heutzutage nicht nur Zeitungen und so weiter, Flugblätter, sondern auch Fernseh, Internet, Radio und so weiter. Und dort in den konventionellen Medien sind die noch massiv übervertreten. Ja. Sie schildern die Situation recht treffend und ich muss hier an dieser Stelle lachen, weil ich in der letzten Woche erleben musste im Europaparlament in Straßburg, wie sich die polnische Ministerpräsidentin dafür rechtfertigen musste, dass sie also Mediengesetze gemacht haben, die letztendlich den Staatsfunk auch zum Staatsfunk machen, nach dem Motto, wer bezahlt, der schafft an. Und sie musste sich dafür rechtfertigen. Dabei erleben wir etwas seit Jahrzehnten, die gleiche Situation in Deutschland. Und heute will also Deutschland Polen anklagen, obwohl das bei uns gang und gäbe ist. Es kommen nur etablierte Parteien zu Wort. Und systemkritische Parteien, alternative Parteien werden davon ausgeschlossen. Und ganz besonders ist natürlich unsere Partei, die NPD,
davon betroffen, in meinen 16 Jahren, die ich die Ehre hatte, der NPD als Vorsitzender dienen zu dürfen, war es gerade mal eine einzige Live-Sendung, damals in N24 mit Peter Glotz, was erlauben Strunz hieß die Sendung damals, an der ich das Vergnügen hatte oder zumindest das Zittern hatte, mal in einer Live-Sendung zu sein. Aber man hat danach uns nie wieder zu Live-Sendungen eingeladen. Und ich sage immer wieder, wovor haben die Angst, wenn wir angeblich doch so viel Dumpfbacken sind und geistig geschädigt, dumme Leute, wie sie immer die Rechten darstellen im Fernsehen, dann sollen sie uns doch einladen. Dann sollen wir doch mal im Rede und Antwort stehen und dann sollen die etablierten Politiker Rede und Antwort stehen und da werden wir schon sehen, was dabei rauskommt. Ich glaube, wenn wir die Chance hätten, dass Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit in Deutschland gelten würden, dann würde die NPD natürlich ganz andere Ergebnisse haben. Aber ich denke, die Entwicklung wird uns recht geben. Und in Deutschland wird sich in den nächsten Monaten sehr viel verändern und sehr viel verschieben. Wir sind in einem Prozess der Veränderung in ganz Europa. Ich denke, dass die Völker sich das, was jetzt mit ihnen passiert in Europa, nämlich den klammheimlichen Bevölkerungsaustausch jetzt zur Doktrin zu erheben, ganz offen zu machen, die Besitznahme fremder Völker in unseren Ländern zu gestatten. Das wird definitiv den Widerstand hervorrufen und ich denke, Europa wird einiges in den nächsten Monaten bevorstehen und ich freue mich, dass insbesondere die Staaten in Osteuropa sind, von Ungarn angefangen, Rumänien, Polen und jetzt eben auch Kroatien, Slowenien, ja selbst an unserer südlichen Grenze Österreich, die Grenzen dicht machen, die diese verrückte EU-Politik nicht mehr mitmachen. Diese Ausländerpolitik der Frau Merkel und der EU ist gescheitert und Europa sollte schnellstmöglich die Grenzen dicht machen, denn wir wollen wissen, wer in dieses Land kommt und wir wollen das Recht haben, auch Leute an der Grenze zurückzuweisen. Und letztendlich findet diese Zurückweisung überhaupt nicht mehr statt. Es kann jeder kommen und das kann nicht gut sein. Herr Vogt, welches Werkzeug wird helfen, die Invasionsmassen aus dem Land zu halten, sodass wir wieder Herr im eigenen Haus werden? Ja, nun, ich bin und ich war nie ein Anhänger von Gewalt. Ich bin durchaus der Meinung, dass man das auf ganz demokratische, legale Art lösen muss. Und dass letztendlich liegt die Entscheidung darüber, ob wir etwas machen können, was hilft, beim Volk. Wenn uns das Volk die entsprechende politische Macht und das Vertrauen gibt, werden wir das Ausländerproblem in kürzester Zeit lösen. Wenn das Volk weiterhin den etablierten Lügenparteien, wenn sie weiterhin der Berichterstattung in der Lügenpresse glauben und nicht zur Wahl gehen oder etabliert wählen, dann wird sich in diesem Land nichts verändern und dann wird es noch 4-5 Jahre dauern, bis die ersten Zwangseinquartierungen in Ferienwohnungen kommen, bis gerade wenn ältere Leute allein in einem Einfamilienhaus leben, die Kinder aus dem Haus sind, sich damit abfinden müssen, dass dort also Asylanten zwangseingewiesen werden. Dieses Szenario steht uns bevor. Noch können wir es stoppen, wenn der Wähler sozial und national wählt, die Partei wählt, die die anderen verbieten möchten. Wenn diese Partei gewählt wird, wird sich in Deutschland etwas ändern. Ansonsten sehe ich keine große Zukunft für unser Land. Herr Vogt, wir bedanken uns für das Gespräch.